Hey und so weiter draußen, ich bin's Jan und endlich haben wir es geschafft. Wir haben unsere Sammlung komplett von Matchday Extra 15, 16. Ihr habt euch das Mappen-Update so sehr gewünscht und auch wir hätten ohne eure Hilfe hätten wir es noch nicht geschafft, die fertig zu bekommen. Und hier habe ich die letzte Karte, die uns noch gefehlt hat. Und ja, ich werde euch jetzt kurz durchs Album führen. Euch wirklich zeigen, wir haben alle Karten und ich bin wirklich stolz drauf, dass wir es endlich geschafft haben, auch besonders mit eurer Hilfe. Vielen, vielen Dank an alle, die mit uns getauscht haben und die uns die Karten zugesendet haben. Machen wir das Ganze auf und da seht ihr schon, da sind die limitierten Auflagen, die es von dieser Serie gab. Oben haben wir die L24 und zwar ist das Robert Lewandowski in Gold, Silber und Bronze. Dann haben wir die L25 Leroy Sané von Schalke, L26 Javier Hernandez von Leverkusen, L27 Aubameyang von Dortmund, L28 Modest von Köln und L29 Granit Xhaka von Borussia Mönchengladbach. Also alle Limis. Und ja, dann gehen wir zu den Teams und zwar haben wir das Ganze so aufgeteilt, falls ihr unsere anderen Mappen-Updates auch schon gesehen habt, dann wisst ihr ja, wie wir das Ganze aufgeteilt haben und zwar haben wir erstmal hier die vier Base-Karten plus den Kapitän plus die Früher- und Heute-Karte, dann haben wir hier Auswärts-Trikot-Karte, die Duo-Cards und dann den Match-Winner und hier seht ihr schon bei Augsburg alle inklusive natürlich Kajubi, der Offensiv-Trio und Match-Winner Hong. Dann bei Hertha BSC Berlin haben wir auch natürlich alle, wie schon im Titel genannt. Und die Special Cards sind Kalou, Offensivtrio und Plattenhardt Matchwinner. Dann als nächstes Werder Bremen, hier mit Uca der Viererkette und Garcia Matchwinner. Und dann Darmstadt 98 mit Rausch. Die Viererkette und Gondorf, einem 3-Sterne-Matchwinner. Ich weiß nicht, wann ich das davor schon mal gesehen habe. Dann Borussia Dortmund, der Vizemeister mit Matthias Ginter, der Viererkette, Ginter, Sokratis, Hummels und Schmelzer und Mkhitaryan, Matchwinner. Dann Eintracht Frankfurt, die es ja gerade so geschafft haben, in der Liga zu bleiben, mit Castaños, der Viererkette und Matchwinner Marc Stendera. Dann als nächstes der HSV, auch natürlich komplett mit Holtby, dem Offensivtrio und auch nochmal Holtby Matchwinner. Dann bei Hannover 96, die es ja nicht geschafft haben in der Liga zu bleiben, hier mit Leon Andreasen als Auswärtstrikotkarte, Viererkettenkarte und Kiyotaku Matchwinner. Dann haben wir die TSG 1899 Hoffenheim mit Jonathan Schmid, der Viererkettenkarte und Kevin Volland, Matchwinner. Dann als nächstes der FC Ingolstadt, die ja überraschend gut abgeschnitten haben diese Saison, mit Hinterseher, der Viererkettenkarte und Ramazan Özcan, der Keeper, als Matchwinner. Dann als nächstes der erste FC Köln, mit Anthony Modest, der eine richtig starke Saison gespielt hat, Offensivtrio. Und da kommen wir jetzt zu unserem letzten Neuzugang, unser Matchwinner Frederik Sørensen mit 79 Verteidigung. Nehme ich aus der Sleeve, mach hier rein. Und damit haben wir alle Karten hier drin, Sørensen, der uns noch gefehlt hat. Dann bei Nuffi Leverkusen mit Calhanoglu, Offensivtrio und Bernd Leno, Matchwinner. Dann Mainz 05 mit Latza, Auswärtstrikotkarte, 2 Sterne, also keine wirklich gute Karte. Dann Offensivtrio und Matchwinner Stefan Bell, 87 Verteidigung natürlich, ist richtig stark. Dann Borussia Mönchengladbach mit Stindl, Offensivtrio und 93er Angriff, Raphael, Matchwinner. Dann der deutsche Meister Bayern München mit einer 87er Auswärtstrikotkarte, Thomas Müller, auf jeden Fall richtig stark. Dann 93er Viererkettenkarte und dann natürlich noch Club 100, Douglas Costa. Und
Dann Schalke 04 mit Klasen Hünteler, dem Offensivtrio und Ralf Fährmann, der wieder eine ganz ordentliche Saison gespielt hat. Dann der VfB Stuttgart als nächstes mit Ginczek aus der Trikotkarte, dann der Viererkettenkarte und Timo Werner, der VfB Stuttgart. Sie haben es ja auch nicht geschafft, in der Liga zu bleiben. Und dann als erstes noch der VfL Wolfsburg mit Maximilian Arnold, der im Offensivtrio und Matchwinner Bas Dost. Dann haben wir hier bei unserem Album erstmal Doppelseite leer und da kommen wir auch schon zu den Kapitänen der zweiten Fußball-Bundesliga. Da haben wir als erstes hier Kessel von Union Berlin, Klos von Bielefeld, Fabian von Bochum, Correa von Braunschweig, dann Bajic von Absteiger Duisburg, die es nicht geschafft haben, in der Relegation, durch die Relegation gegen Würzburg zu bestehen. Dann Agi von Düsseldorf, dann Konrad von Absteiger FSV Frankfurt, Aufsteiger Freiburg Schuster, dann Caligiuri von Greuther Fürth, dann haben wir Schnatterer von Heidenheim, Halfa von Kaiserslautern, Orleshausen von KSC, dann Dominik Kaiser von Aufsteiger RB Leipzig, Schindler von 68 München, Jan Polak von 1. FC Nürnberg, die sich in der Relegation gegen Eintracht Frankfurt nicht durchsetzen konnten, dann Bakalot von Aufsteiger Paderborn, Gonter von St. Pauli und Kulovic von Sandhausen. Dann haben wir wieder eine Doppelseite leer und dann kommen wir auch schon zu den letzten Karten, und zwar den Hattrick-Helden. Und da haben wir als erstes von Hertha BSC Berlin Salomon Kalou 77 Angriff, dann Pierre-Emerick Aubameyang mit 89 Angriff von Borussia Dortmund, dann Alexander Meyer von Eintracht Frankfurt mit 85 Angriff, Javier Hernandez mit 83 Angriff von Bayer 04 Leverkusen. Ich bin mir auch sicher, der wird nächstes Jahr ziemlich, also viel mehr haben. Dann Yunus Mali, auch eine starke Saison gespielt, 73 hat er hier nur von Mainz, genauso wie Muto, der auch gerade mal 75 hatte in seiner ersten Bundesliga-Saison. Dann Lewandowski, 90 vom FC Bayern und der letzte Erstligaspieler Max Kruse, 84 von Wolfsburg. Und dann kommen wir zu den drei Zweitligaspielern. Nils Petersen, 72 Angriff von Aufsteiger Freiburg. Dann haben wir Okotie von 1860 München und der jetzt zu Werder Bremen gewechselt ist, beziehungsweise wechselt. Und das war auch schon die letzte Seite des Albums. Hier hinten nochmal diese Werbung für die Trikotkarten und unterschriebene Karten von Marco Reus, von denen wir leider keine haben. Aber ja, das war's auch eigentlich schon von dem Video. Wie ihr gesehen habt, wir haben es endlich geschafft, die Sammlung zu vervollständigen. War ein langer Weg, besonders die letzten paar Matchwinner, die wir noch gebraucht haben. Aber zum Glück haben wir eine starke Community. Also vielen, vielen Dank an alle, die mit uns getauscht haben, die uns geholfen haben, diese Sammlung fertigzustellen. Ihr habt uns wirklich sehr geholfen und es ist einfach, wenn man so viele Videos wie wir dazu auch gemacht haben, so viele Packs wie wir geöffnet haben und ja, besonders am Ende ist es halt immer so, dass wenn man nur noch 3-4 Matchwinner braucht, dass es dann wirklich frustrierend ist, wenn man dann auch Päckchen öffnet, weil man halt viele Doppelte bekommt, aber es war natürlich gut, mit euch zu tauschen, also nochmal vielen Dank und falls ihr auch mal mit uns tauschen wollt, dann schaut auch mal in der Videobeschreibung, da sind die Links zu unseren Facebook- und Instagram-Seite und schreibt uns besonders auf Instagram, sind wir sehr aktiv, schreibt uns dort einfach an und ja, dann machen wir irgendwas aus, besonders jetzt, wenn dann bald wieder die neue Saison beginnt, werden wir natürlich auch gerne wieder mit euch tauschen. Und ja, mehr habe ich nicht mehr zu sagen. Vielen Dank für alle, die uns abonniert haben. Und falls es noch nicht getan hat, abonniert jetzt. Und das war's von diesem Video. Ich bin's Jan von Ballis United. Ciao! Yeah.